Okay, dann starten wir halt nochmal. Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Torstagertudo, beim Clan Spätzle mit Soße. Und ich habe es ja gestern angekündigt, heute mal harter CK. Habe ich euch schon lange nicht mehr gezeigt. Es gab ja jetzt mal so ein paar andere Themen, um die wir uns mal gekümmert haben. Und ich starte heute mit einem Rathaus-Achter-Angriff. Hat einfach die Besonderheit, ich muss ja auch so ein paar Kämpfe finden, die jetzt nicht so die super harten Dips sind. Und 8 auf 8, denke ich mal, ist ja erstmal kein Dip. Und die Basie ist noch nicht ganz maxed out. Das macht aber nichts, denn gerade so Drachenangriffe, ich habe es jetzt schon ein bisschen häufiger, länger nicht gesehen. In welchen Regionen auch immer, weiß nicht. Viele benutzen in den 7er, 8er Regionen jetzt häufiger auch mal die Hocks. Also sie lassen die Drachen weg, nehmen Hockrider, also du nimmst irgendwas, tötest oder eliminierst die Clanburg und kommst dann mit Hocks, mit Masshocks in solche Bases rein. Aber ich denke mal, wir können heute ruhig mal mit so einem Angriff hier reinstarten. Das, was ich in jedem Fall machen werde, ich werde ganz harte Schnitte machen, das werdet ihr sehen. Also wirklich Cut, 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 damit wir auch ein bisschen mehr sehen. Und ich das so ein bisschen, ich sag mal, mit moderieren kann. Aber ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, wir haben natürlich einen erstklassigen letzten Angriff, ist ja eigentlich nicht meine Art. Eigentlich zeige ich immer das Erste zuletzt und das Letzte zuerst oder andersrum. Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Aber darauf könnt ihr also wirklich überrascht sein. Und es ist auch nicht nur einfach so hinerzählt, sondern es ist wirklich wahr. Aber erstmal hier der Dreier auf Gompi. Kleiner Einstieg hier. So, Rathaus 8 auf, Rathaus 8. Ich muss sagen, einiges geht auch an mir so ein bisschen vorbei. Den Angriff hier sehe ich jetzt zum ersten Mal. Den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Da muss ich jetzt kurz mal gucken, von wo er denn eigentlich reinkommt und wie. Ah, okay. Okay, hier unten wird also erstmal die Queen dem Erdboden gleich gemacht. Also erstmal Queen rausgenommen. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Für einen Angriff mit, was hat er dabei? Mit Hocks ist das eigentlich schon... Ach so, die halbe Miete, würde ich sagen. Die halbe Miete. Jetzt versucht er, die Clanburg zu locken. Oh, das gelingt ihm auch gerade so. Okay, das ist eng. Jetzt müsste man eigentlich die Truppen mitzählen. Aber ich glaube, Babydrache, was ist das? Eine 30er Clanburg oder eine 25er? Ich kann es gerade nicht genau erkennen. Aber 10, 18, ja, könnten 30 sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke schon, aber hat er hier ganz gut gemacht. Kommt einfach mit der Queen weiter rein. Ein paar Bowler, die schon mal so ein bisschen vor... vormachen die Defense weg, also die schon mal so ein bisschen Defense-Gebäude außen weg machen mit der Queen und der Golem hat so ein bisschen getankt hier. Jetzt geht es ja aber mit der Masse der Hocks in diese Base hier rein. Ich sag's meinen Clan-Kollegen immer wieder, Leute, bringt die mal so ein bisschen Surgical. Ich meine, das Gespamme ist nett, aber es kann auch mal eine Gefahr birgen, denn zwei Riesenbomben nebeneinander und noch ein Bombenturm, dann hast du auch unter Umständen so ähnlich wie hier mit den Hockridern verloren. Jetzt hast du noch die ganzen Skellies an der Hacken. Aber er hat noch einen Giftzauber. Er hat noch einen Giftzauber. Und hier unten für die Queen brauche ich den natürlich nicht mehr nehmen. Den nimmt er jetzt für die restlichen Skellies, die die Hocks verfolgen. Und das passt auch. Also super gemacht hier. Gut genommen. Keiner der Hocks ist mehr in Gefahr. Und jetzt geht es auch eigentlich nur noch ums Abräumen. Also den hat er wirklich super, super spät genommen. Aber ich denke mal... Man hat das schon so ein bisschen gesehen. Ich meine, da war jetzt noch ein Verteidigungsgebäude offen. Das war nur noch der Magierturm. Ich spule euch das mal ein bisschen schneller. Dann haben wir noch ein bisschen mehr davon. Und so hart reinschneiden bzw. hart das bearbeiten brauche ich bei diesen Folgen hier übrigens nicht. Also für die, die mal so ein bisschen Technik interessiert sind. Denn ich nutze immer für den kleinen Schnitt diesen Ein- und Aus-Nebel von Clash of Clans selber. Hey, der hat hier ja auch angegriffen. Der hat hier auch angegriffen. Okay, warum belächle ich das so? Für die, die neu auf meinem Kanal sind, das ist einer meiner Accounts. Hier ist ein Rathaus 9er Account. Und den kann ich natürlich relativ gut erklären, warum habe ich den jetzt so gemacht. Ganz einfache Geschichte. Was haben wir denn hier? Ein Golaloon mit zwei Golems. Ja, mit dem Account hier nutze ich noch zwei Golems, weil ich die Helden noch nicht so hoch habe. Und... Also erstmal hier schön gefunnelt, dass die Bola Queen und King mit ein paar Magiern hier und auch die Golems mit in diese Base reingehen. Die Clanburg hier jetzt teils gegiftet, teils natürlich weggemacht mit meinem, ja, wie nennt man es immer, man nennt es ja immer Kill Squad. Und
Ort der Begierde oder Ziel der Begierde waren natürlich die Luftabwehren. Da habe ich jetzt eigentlich schon fast ein bisschen zu viel geschafft, denn ich habe jetzt nur noch eine Luftabwehr hier hinten. Eine Luftabwehr ist noch offen. Also nicht schlecht. Dann komme ich hier unten mit Loons rein und die Hunde lasse ich hier wirklich quer über die Base fliegen. Also ich nehme nicht den kurzen Weg von der anderen Seite, sondern nehme ruhig den langen Weg, dass die Hunde hier wirklich alles auf sich ziehen. Also jegliche defensiven Gebäude, die jetzt auf Lufttruppen ballern. Der X-Bogen ballert eh nicht auf die Lufttruppen, sondern noch auf meinen Golem. Das war natürlich super. Und so konnte ich hier richtig schön abräumen. Hab natürlich am Ende, glaube ich, ein bisschen Pech, dass der zweite Lava-Hund nicht aufgeht. Okay, da verrechnet man sich manchmal. Doch, er geht noch auf. Ah, er geht doch noch auf. Aber man kann sich auch mal verrechnen und denkt dann lieber, ah, hätte ich mal lieber nur einen Golem genommen, ein Hund, mehr Loons oder wie auch immer. Wusste ich ja auch nicht. Ich wusste nicht, dass ich hier drei Luftabwehren rausnehmen kann. Und es waren ja, glaube ich, zwei Fünfer, zwei Sechser, meine ich, wären es gewesen. Oder zwei Sechser, nee, zwei Sechser, zwei Siebener, so war es. Und das weiß ich vorher nicht. Da muss man vielleicht dann noch mal ein bisschen länger auf die Base gucken und sehen, wie stark ist eigentlich mein Kill-Squad? Schaffe ich das, drei Lars rauszunehmen und brauche vielleicht nur noch einen einzigen Lava-Hund? Der hätte nämlich unter Umständen auch gereicht. Und als nächsten Vertreter seiner Gattung haben wir den Klaus hier von unserem Clan gegen den John Jay vom Clan UK Adults CUUK. Okay, also scheinbar ein Erwachsenen-Clan. Und dementsprechend haben die auch, muss ich sagen, angegriffen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche nicht so gut angreifen oder gar Kinder. Das ist natürlich totaler Blödsinn bei diesem Spiel hier, denn die haben das wahrscheinlich eher schneller geblickt als wir alten Leute. Und kommt hier jetzt auch schön mit einem kleinen Killsquad auch in diese Base rein. Also hier nur ein Golem, paar Bowler, beziehungsweise gar kein Golem. Ne? Ich sehe es gerade. Er hat einfach die Golems weggelassen. Hätte ich hier auch gemacht. Ich habe nämlich auf diese Base mit dem Avatar nur zwei Sterne gemacht und hatte einen Golem dabei. Was ist mir passiert? Ich habe den vergessen, den Golem zu setzen. Und meine Karre ging natürlich schon super durch. Also so eine Base hier. Ich denke mal, der Klaus hat die hier ein bisschen besser gemacht. Ich hätte sie auch gedreiert. Hätte ich den Golem weggelassen. Ein Hund mehr. Und ein Hund mehr oder sechs Loons mehr, je nachdem, wie man so eine Base hier sieht. Und dann wären das auch von mir drei Sterne gewesen. So habe ich jetzt hier nur zwei drauf geholt, 87%. Alles nicht so schlimm hier in dem Clan, denn wir kompensieren das ja gut. Das seht ihr jetzt gerade, wie der Klaus das hier macht. Und ich denke mal, 10 auf 10 ist immer noch die spannendste Geschichte. Denn im Moment muss ich sagen, gewinnen wir alle Clankriege, die wir gewinnen, so muss ich es ja sagen, durch die Verteidigung unserer Rathaus-10er. So ist das. Tatsächlich, durch die Rathaus-10er gewinnen wir hier unsere Clankriege, wenn wir sie gewinnen. Und wenn wir sie verlieren, dann schaffen es auch unsere defensiven Zehner nicht mehr, irgendetwas aufzuholen. Aber in der Regel packen die das ganz gut, muss man sagen. Und der Kollege Rathaus-11 hier ohne Adler mit kleinen Infernos, kleinen Infernos hat er gehabt. Ich glaube, Level 2 waren die. Hat er ganz gut, glaube ich, ist er super reingekommen hier und hat auch keine Angst. Also viele sagen ja, oh, das sind ja Multi-Infernos. Ah, das tut natürlich meinen Hox weh, ist klar. Die können 5 Ziele auf einmal machen und 5 Hox auf einmal wegbraten. Aber das müssen wir auch erstmal machen, denn so ein Hogrider auf 6-7 hat natürlich seine Heal-Points. Und fast hätte ich euch das Ergebnis verraten, allerdings kann ich das so schön im Schnitt retuschieren. Der Micha hat sich diese Base hier vorgenommen. Also Micha eigentlich so ein ganz durchschnittlicher Rathaus-10er. Ihr seht das hier, 36er Helden, 27er King. Karre dabei, 6x Bowler, 32 Hogs und ein bisschen Cleanup dabei. So kann man ja so die Kobolde beziffern. Ich habe ja schon vor kurzem eine Kobold-Folge gemacht. Nein, eine Folge gemacht, wo ich die Frage hintergangen habe, sind Kobolde im CK erlaubt? Ja, nein. Ich denke mal, ja. Zu Abräumzwecken kann man das sicherlich machen. Und also wenn du weißt, es bleibt so ein Lager über oder muss schnell irgendwelche Lager wegmachen, am Ende irgendwo außen, wo auch kein Beschuss mehr ist, wo die ganz frei die Minen und Sammler machen können, da kann man das natürlich tun und auch er spammt hier die Hogs rein.
Ich glaube, ich muss mit meinen Jungs hier mal üben, das, was ich auch nicht richtig kann. Also Surgical Hocks, so heißt es ja. Also immer nur so viel Hocks schicken, wie du eigentlich für die defensiven Gebäude brauchst, denn dann sonst teilen die sich auch mal gerne. Hier ist das ganz gut gegangen. Hier haben sich nicht ganz so stark geteilt. Aber in anderen Bases kann es auch ganz, ganz anders aussehen. Da teilen die sich unheimlich stark. Dann hast du zwei Hocks da, zwei da, drei da und schaffst keine Defense-Gebäude mehr. Deswegen kann ich euch nur an die Hand legen, versucht es einfach mal. Wenn in Übungsangriffen oder aber in Clankriegen oder beim Farmen auch, versucht mal wirklich, schaut euch einfach an, wie viele Hitpoints hat so eine Kanone und wie viele Hockrider brauche ich für so eine Kanone, um die platt zu machen, wenn die Hockrider vielleicht ein, zweimal zuschlagen. Das sind meistens so, das ist auch so ein Daumenwert, das sind so zwei, drei Stück, manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem, was dann auch auf die Hocks von der Nebenseite feuert. Die haben allerdings jetzt schon gerade den King hier gemacht. Ich lasse den Angriff einfach mal hinterher laufen und dann reiten die in der Regel zusammen. Wenn man es wirklich super macht, dann kommen die immer wieder zusammen, die Hogrider, und können sich so um defensive Gebäude kümmern, die etwas mehr Healpoints haben, nämlich Inferno-Türme oder was hat noch viele Healpoints? So ein Bombenturm, ein X-Bogen hat richtig viele Healpoints, ja. Gerade wenn dann so ein X-Bogen mal so richtig losballert. Ich meine, der wird ja nicht stärker, aber der haut dir einen Hock nach dem anderen rum. Wenn du da nur zwei oder so oder drei Stück drauf hast, dann ballert er die einfach um, weil zwei, drei Stück bringt es dann nicht. Die schaffen den nicht wirklich schnell genug. Und so kann es dann schon mal zu so einer Schlüsselfigur kommen oder zu einer Schlüsselverteidigung, die dann einfach stehen bleibt. Du schaffst alles. Nur diese doofen X-Bogen nicht. Habt ihr sicherlich schon mal gehabt in irgendeinem Clankrieg. Und ich denke mal, hat er hier aber super gemacht. Die Base hier auf die Nummer 6, also 7 auf 6, auch da gar nicht mal so weit runter. Das ist 10 auf 10. Das ist hier echtes Leben. Und wir nähern uns schon so ein bisschen, na, nicht dem Ende will ich nicht sagen. Es kommen ja heute zwei Folgen, also bleibt dran. Heute Nachmittag kommt noch eine Folge, dann wisst ihr auch, wann morgen der Community-Clan öffnet. Also er wird relativ früh öffnen, kann ich euch sagen. Eigentlich so gut, oder es ist eigentlich gar nicht meine Streamzeit. So will ich es mal sagen. Ich möchte ja ganz gerne mit euch den Community-Clan eröffnen. Und es ist so überhaupt nicht meine Streamzeit. Lasst euch da einfach mal ein bisschen überraschen. Und aber ich will das einfach mal machen, um vielleicht auch ein paar jüngere, ich will nicht sagen jüngere Zuschauer, hier mit in den CK-Trubel reinzureißen. Aber vielleicht kann der ein oder andere auch mal nicht, weil er eine dumme Schicht hat oder so, weil er mich abends nicht schauen kann. Kann ja auch mal sein. Im Livestream, ja, Spätschichtler, die, wenn ich dann um 8 Uhr anfange, dann sagen die auch, schade, Toto, ich muss leider zur Arbeit. Wenn ich auch ein bisschen eher anfange, dann können die auch mal am Geschehen so ein bisschen teilnehmen. Und der Free Guy geht hier von 3 auf Nummer 4 übrigens. Wirklich, das ist der Hammer, wie viele Truppen hier in der Mitte noch sind. Und auch außen, ich meine, so willst du es ja haben. Außen King, paar Bowler dahinter, ein paar Hexen. Besser kannst du es nicht machen, denke ich mal. Also großartig besser. Ich meine, ihr seht ja selber, es sind oftmals oder oft die gleichen Taktiken, aber sie sind ja nicht immer default gemacht. Es geht ja keiner hin und sagt sich, so, ich nehme jetzt irgendeine Ecke und dann spamme ich mal meine Truppen. Also so ein bisschen Überlegung ist zumindest bei den Zaubern ja dabei. Bei diesen Angriffen hier mit den Bola-Hexen und mit den Riesen. Je nachdem, da suchst du dir eine Seite aus und weißt in etwa, so weit geht meine Karre, so weit gehen meine Truppen, hier muss mein Sprung hin. Also auch der Frieger hatte einen Sprung dabei und ja, so konnte das natürlich super weitergehen hier. Ja, muss man sagen. Und hier haben wir allerdings schon, jetzt wird schon ein bisschen enger. Rathaus 12 auf Rathaus 11, also genau das Umgekehrte, was jetzt im Thumbnail stand. Deswegen kommt natürlich noch ein Highlight, das wisst ihr selber. Keine Frage. Also dieses hier ist ein Rathaus 12 auf ein Rathaus 11, denn die Base hatte bis zu dem Zeitpunkt 2 Sterne. Das reicht uns hier oben im Moment nicht. Also wir spielen hier schon. Ich bin auch manchmal ein wenig sprachlos. Ich meine, ich war schon in vielen sehr, sehr guten Clans, die auch weiterhin super spielen. Ich beobachte auch viele Clans, in denen ich mal war, so nach dem Motto, was machen die, wie halten die sich, sind die alten Leute da, was haben die für eine Siegesserie und ist da noch alles tutti, gehe ich da unter Umständen auch mal wieder gerne zum Besuchen rein, mal guten Namen, guten Tag sagen und
aber so ein bisschen bin ich hier von, ja, wie soll man es sagen, so ein bisschen von der kleinen oder großen, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, woran es liegt, von der Steigerung hier eigentlich begeistert, also wie man sich hier durch oder pro Clankrieg hier eigentlich so ein bisschen gesteigert hat. Der Mast ist auch witzig, hatte hier jetzt noch ein, was hat er drin gehabt, ein riesen Golem, auch nicht schlecht, aber es gehen so ein paar Truppen in der Mitte, das reicht ja, das Rathaus 11 verteidigt sich nicht und er kommt hier jetzt von nach wie vor von beiden Seiten, also optimaler ging es um diese Adrien-Base hier natürlich nicht. Oh, jetzt hat mich gerade verschluckt. Was kann man gegen Verschlucken machen? Man trinkt ein wenig Limo. Grapefruit. Immer noch vom Wochenende, aber ihr hört das? Ihr habt noch ein bisschen Luft. Also ich denke mal morgen oder im nächsten Stream muss ich die alle machen. Sauer. Der Deckel ist allerdings jetzt unter... Nein, doch nicht. Ist nicht ganz unter meinem Schreibtisch. Ihr seht den Angriff noch. Nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt komisch. Nur weil ich hier nach dem Deckel unter dem Schreibtisch suche. Nein, ich werde nicht komisch, sondern ich bleib mal Mensch. So muss man das ja mal sagen. Ich kann euch also auch nicht immer alle schlechten Seiten oder schlechten Sachen oder doofen Sachen von mir rausschneiden. Hier haben wir aber ein Rathaus 11 auf ein Rathaus 12 und ich halte den Angriff extra kurz mal an, denn das ist so ein Ding hier. Ja, jetzt werden wieder ganz viele schreiben, Toto, der war ja nicht maxed. Nein, ich habe auch selber noch keinen maxed mir angeguckt, wie so eine maxed R12-Base aussieht, außer in dem Startstream am 11. oder am 9. Juni war er, glaube ich, 8. Juni, ich weiß es gar nicht mehr. Aber der hat Level 6 Infernos, hier hat einen Adler auf Level 3 und auch ein nettes Clan, eine nette Clanbuch, die ist hier auf. Viele, viele verdecken das immer gern. Da muss ich jetzt eben mal nachschauen. Aha, es ist ein Vierer. Ja, wenn man hier ein Inferno vorstellt, dann siehst du das nicht. Das ist echt scheiße. Aber es ist ein Rathaus oder es ist ein Rathaus 12 Level 4. Und wir gucken mal, wie der Doc die hier gemacht hat. Also, dann bricht sie hier natürlich in Jubel aus. Aber wir gucken mal, wie man das hier machen kann. Auch hier die Bombentürme. Also, das ist auf jeden Fall ein Rathaus 12, also mit einem Rathaus 12, der schon einige an den schweren Defensivgebäuden auf Max-Level hatte. Und hier muss ich auch erstmal reintrauen. Ich meine, der Rest ist jetzt Rathaus 11. Das kennt der Doc natürlich, weil er selber ein Elber ist und auch immer noch mit seinem Rathaus 9er King. Vielleicht erhört mich der Chef ja mal. Level doch mal ein bisschen den Dicken. Gönn ihm mal ein bisschen Dunkles. Und denn ihr wisst selber, wenn ihr den Doc mal gesehen habt, ich weiß nicht, ob, entschuldigt, wer den Account schon mal gesehen hat, also er ist schon sehr weit, auch mit der Base und mit seinen Truppen. Aber ich meine, 20 Level King jetzt noch erstmal, um den auf Max RR11 zu kriegen, aber trotzdem, der King prügelt sich hier auch mit 30 immer gut durch, ihr seht das da oben. Und hier unten hat er, glaube ich, alles richtig gemacht, absolut perfekt den Warden noch nicht gezündet, Alter. Noch nicht gezündet, der Warden. Guckt euch das mal an. Die Base ist zu 66% down. Und er kann den Warden immer noch zünden. Queen ist noch voll dabei. Voll in Heilung. Alle Truppen hier unten. Und wir haben uns hier selber auch so ein bisschen an die Birne gepackt. Und haben gesagt, Alter, das geht ja gar nicht. Unser Chef räumt hier die Nummer 1 ab. Da war der CK noch nicht entschieden, kann ich euch sagen. Zu dem Zeitpunkt war der CK noch nicht entschieden. Aber ich denke mal, okay, er hat jetzt den Warden mal gezündet, für was auch immer. Echt krass, ich denke mal, der wäre hier ohne Wardenzündung, wäre der hier durchgegangen. Und ich glaube, liegt dann ja auch nicht an der Zeit. Es gibt ja gar kein Zeitproblem mehr hier. Also echt krasses Ding hier von unserem Chef. Kann man ja mal zeigen, muss man ja mal sagen, hat man auch nicht alle Tage. So muss man es auch sagen, so ein Lauf. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, der Clankrieg war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Und der Doc hat hier die 1 auf Nummer, die 1 auf 3 Sterne gerissen. Das war schon phänomenal, kann man nicht anders sagen. Und der ganze Clankrieg war, könnt ihr euch denken, war wieder wirklich, wirklich super. Und wir haben auch 59-51 hier gewonnen. Also irgendwann hat der Gegner doch, ich will nicht sagen aufgegeben, denn er hat auch gut geklopft hier. Auch gut, er hat jetzt im oberen Bereich etliche Sterne gelassen und ihr seht das jetzt hier. Das sind unsere Zehner. Das, was ich euch eben gesagt habe, das sind unsere Zehner. Und die verteidigen im Moment
hätte ich fast gesagt, fast am besten, also der 7, der Splat gehörte auch noch mit dazu, zu der Riege. Hier unten der Skipper ist schon 9er und ihr seht das hier, die haben nur ein 10er von uns geschafft. Und auch wenn man hier mal reinschaut in die Defenses, macht das ruhig mal, dann werdet ihr sehen, dass auch unsere 10er hier, der Kaiser, 4 Angriffe hat er über sich ergehen lassen, 2 Angriffe, 2 Angriffe Avatar, 1 Angriff der Micha mit 90, den haben sie gar nicht mehr probiert. Also super Sache hier. Aber auch gut gekämpft vom anderen Clan. Also Hut ab. Nach dem CK vom Wochenende, den habt ihr ja, glaube ich, gesehen. Da haben wir ja so super knapp gewonnen. 59, 58 ist das natürlich eine ganz krasse Sache hier. Ich hoffe, die ohne CK-Folge hat euch ganz gut gefallen. Heute Nachmittag kommt noch eine zweite kurze Folge. Guckt euch das Ding ruhig an. Und ich freue mich in jedem Fall auf den Freitag, Nachmittag, Abend, Spätabend, Nacht, was es auch immer wird. Lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Toto. Blascht.